Die Leute heutzutage geben ihren Kindern jeden Namen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und trotz des Hintergrunds deiner Mutter und Glamours Entschlossenheit, dich Forty reinkarniert zu nennen, bin ich nicht so dumm. Ein Junge ist nicht das, was wir erwartet hatten. Und ich würde lügen, wenn ich sage, der Gedanke an einen Mini-Me sei ausschließlich spannend und ohne Herausforderungen. Sagen wir einfach, ich hoffe, du tust, was ich sage und nicht das, was ich tue. Aber für dich kann ich mich ändern. Ich werde ein Mensch, zu dem du aufsiehst. Ein Mensch, bei dem du stolz sein wirst, ihn Vater zu nennen. Also, wie soll ich dich nennen? Ein Name, der stark ist, aber nicht einschüchternd. Klassisch, aber nicht einfach. Literarisch natürlich, weil du in einem Haus voller Bücher groß wirst. Henry, die Wahl deines Namens ist die erste in einem Leben voller Entscheidungen, die ich treffe, um dir das bestmögliche Leben zu bieten. Um dich zu beschützen. Um dich zu dem zu formen, der du sein wirst. Wer wirst du sein? Henry.